Hallihallo, ihr Lieben. Ich bin's wieder, die Diana. Ihr seid gelandet bei Dianas Creative Escape. Ich habe heute vor, die Vorbereitung für mein nächstes Diamond Painting zu treffen mit euch. Es werden die Strassherzen, wie ich es ja schon beim Unboxing-Video angedeutet habe, dass ich die als nächstes painten werde. Mein aktuelles Bild ist immer noch nicht ganz fertig. Es fehlen nur mir noch 5 Segmente, 10x10 cm. Die werde ich aber in den nächsten 2-3 Tagen schaffen. Die hier möchte ich schon mal vorbereiten, damit sie danach direkt weitergehen kann. Und ich werde es mir nicht verkneifen können, auch ein kleines Probepainting nach dem Einpacken zu machen, weil ich diese tollen Glitzersteinchen so mega faszinieren. Die sind genial. Das ist die Originallegende. Die habe ich mir einmal schon kopiert, damit ich sie nochmal für meine Unterlagen habe. Ich nehme die Originallegende zum Etikettenbasteln. Natürlich könnte ich mir auch einfach so eine Standardetikette hier nehmen. Die Buchstaben draufschreiben, den Farbcode draufschreiben und fertig ist. Das wäre bei diesen Symbolen und Buchstaben nicht so das Problem. Allerdings, wenn ich hier mir hieraus Etiketten bastel, habe ich halt die Farbe immer noch mal schön mit zu sehen, dann, wenn ich das auf den Deckel klebe, der Döschen. Und deswegen bastel ich daraus Etiketten. Ich nehme auch die Originallegende zum Basteln, weil einfach die Farben auf der Kopie doch ein bisschen anders sind, nicht ganz so schön rauskommen teilweise. Wenn man sich hier zum Beispiel das U mal anguckt, das ist nicht ganz exakt der gleiche Farbton. Für meine Unterlagen reicht das. Zum Basteln nehme ich das. Als erstes werde ich mir das einmal ausschneiden, vorschneiden und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. So, vorgeschnitten sind die jetzt schon mal. Auf die Rückseite kommt jetzt doppelseitiges Klebeband. Dann klebe ich die hier drauf auf diese Etiketten und die Etiketten klebe ich dann auf das Döschen. Hat den einfachen Hintergrund, dass ich sicher weiß, dass ich die hier von den Döschen rückstandslos ablösen lassen. Wenn ich das doppelseitige Klebeband direkt auf die Döschen kleben würde, wäre ich mir da nicht so sicher, ob das gut ist. Von daher einmal auf die Etiketten, dann auf das Döschen. Das werde ich jetzt mal machen. Ihr kriegt ein bisschen Musik zu hören und dürft mir dabei zusehen. Die Döschen sind beklebt, es sind überall Etiketten drauf. Die werden gleich beim Einsortieren noch mal ein bisschen schön festgemacht. Ich habe sie mir schon mal vorsortiert, die Zahlen, dann die Buchstaben und die Symbole extra. Ich habe ja genug Döschen, sodass das passt. Ich habe jetzt nur den Deckel beschriftet, weil ich einfach nie ein Döschen offen stehen lasse. Die werden bei mir immer sofort wieder zugeschraubt. Und wenn ich eine Farbe benutze, mache ich das so, dass ich mir die Farbe ins Schiffchen gebe, die Dose zuschraube und die Dose dann auf dem Bild stehen lasse und sie dann gegen die nächste Farbe sozusagen tausche. Von daher, Deckel reicht. Ich habe oft immer das so gemacht, dass ich beides beschriftet habe. Ich habe es aber nie gebraucht, weil bei mir wirklich die Deckel immer sofort wieder auf die Dose gehen. Gut, das brauchen wir alles nicht mehr. Das kann an die Seite. Das ist überflüssig. Stattdessen brauche ich die Döschen, die Steinchen und einen wunderbaren Trichter. Dann brauche ich die Legende und eigentlich auch noch einen Bleistift. Wo immer der gelandet ist. Gute Frage. Ich gehe mir mal noch einen Bleistift holen. Bleistift ist da. Von daher kann es losgehen beim Einsortieren. Ich gebe euch das wieder am Zeitraffer, weil es sonst einfach ewig dauert. Also bis dann.
meine Zeitrafferaufnahme, glaube ich, so ein bisschen im Stich gelassen. Die Döschen sind voll. Ich packe jetzt erstmal die Steinchen, wo noch welche da sind, zusammen. Und zwar räume ich die in so einen 1 Liter Zip-Beutel. Da kommen die alle rein. Die Legende kommt dazu. Und dann kommen die mit ins Köfferchen, dass ich immer darauf zugreifen kann. Kontrolliert, dass sie richtig zu sind, habe ich bei allen. So. Damit sehe ich dann auch, was sich in diesem Koffer befindet, welches Set ich da sozusagen einsortiert habe. Das kommt hier mit rein und dann hole ich mal das Köfferchen. In das Köfferchen kommen einmal die Döschen und dann Beutel auch zugeht, Druckbeutel, wie auch immer man sie nennen möchte. Wir haben ja keinen richtigen Zipper, die sind hier nicht zum Drücken. Die kommen hier mit rein. So habe ich hier die Steinchen im Blick. Mein Werkzeug kann ich natürlich trotzdem dann wieder hier rein tun. Das ist ja im Moment ein Schlag. Und dann ist alles wunderbar. Drichte. Zusammenfalten lassen. Das tun wir hier mit rein. Und dann ist das erstmal fertig. Was passt in dieses Döschen? In dieses Döschen passt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist das sind laut der Legende 1072 Steinchen. Ein ganz bisschen Luft nach oben ist da noch. Also wenn man es randvoll macht, denke ich, so um die 1200 Steinchen werden da reinpassen. Wenn man es entspannt voll macht, so knapp 1000 plus minus. Ne? Das geht in das Döschen. Dann, was mir bei den Symbolen aufgefallen ist, ist zum einen die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Symbolen. Ich tue sie beide richtig rum. Die gehen zwar in die andere Richtung, auch das eine ist ein richtiges Dreieck sozusagen, das andere ist, geht die Linie da so durch. Die Farben sind sich aber doch recht ähnlich. Ob das beim Painten Probleme macht oder nicht, finde ich natürlich raus. Könnte ich mir vorstellen, dass das nicht ganz optimal ist, aber das werde ich sehen. So, die kommen hier wieder rein. Dann hatte ich, sind mir bei den Symbolen diese beiden aufgefallen. Das eine ist so ein Kreuz, Sternchen, Kreuz, wie auch immer, und das andere ist das X. Auch hier sind die Farben wieder recht ähnlich. Gerade halt die Symbolfarben. Ne? Auch da werde ich sehen, ob es Probleme beim Painten gibt oder nicht. Werde ich euch mitteilen, wenn es soweit ist. Das Probepainten werde ich, glaube ich, erst einmal verschieben, weil ich entweder das an diesem niedrigen Tisch hier machen müsste, wo mein Rücken jetzt schon sagt, nee, lass mal, habe ich keine Lust drauf. Oder ich meinen Arbeitsplatz komplett umgestalten müsste. Von daher werde ich mich jetzt wieder an das Projekt machen, das ich fertigstellen möchte. Und werde mal gucken, dass ich das Probepainten mache, sobald ich damit durch bin. Und ich werde es euch wissen lassen. Von dieser Stelle erstmal, es tut mir leid, dass der Zeitraffer zum Einsortieren
nicht funktioniert hat. Ärgert mich ein bisschen. Ich kann jetzt auch die Steinchen nicht nochmal umschütten, um die nochmal zu drehen. Das wäre mir zu ärgerlich. Von daher muss es jetzt mit dem Stück gehen, das aufgenommen wurde. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen.